An diesem Wochenende sind wir im Eifelpark. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog aus einem Freizeitpark. Und zwar dieses Mal aus dem Eifelpark in Gondorf. Ist schon relativ spät, wir haben kurz nach 18 Uhr. Wir gehen nämlich hier zum Halloween-Event. Da muss ich mich erstmal beim Eifelpark bedanken, denn wir kriegen die Tickets zur Verfügung gestellt. Wir wurden eingeladen vom Eifelpark. Also erstmal herzlichen Dank an den Eifelpark. Hallo! Ja, halt, warum? Wir sind durch den ersten Teil des Parks durchgelaufen und ich muss sagen, die Deko gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, jetzt geht's durch die Scare Zone. Mal gucken, wie gruselig es wird. Musst du die Maske anziehen? Los, rein! Los, rein mit euch! Ja. Ey, hier ist ein Post. Ich sehe nichts. Meine Brille. Ich seh nichts. Der ist echt. Oh Gott, nee. Daniel. Geh doch mal hin. Nee. Hey, da geht gar nichts. Komm. Oh,
Das ist doch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Ich geh doch vor. Nee. Ja, was willst du denn singen? Oh, Scheiße. Nee. Sieht schon sehr spooky aus. Das ist echt sehr, sehr gruselig. Brina rennt da, weißt du, als würde sie gerade spazieren gehen. Weißt du, überall Nebel und Spinnenweben. Da stehen schon wieder irgendwelche. Auf die andere Seite. Oh, guck mal. Nein, toll. Oh, die Kettensäge. Da ist er wieder. Die mag ich. Und jetzt sieht man die Coco hier, guck mal. Coco! Ah, der war fies. Der aus der unten aus der Ecke kam. Simon ist so vorsichtig. Der weiß, was die noch macht. Guck mal, der Friedhof hier sieht auch gut aus. Wo war der links? Die Einwohner sind ganz auf sich alleine gestellt. Jetzt los. Fenster und Türen in der Mauer. Gehen die denn nicht weiter? Oh, Geräusche sind auch gut. Emotionslose Leere herrscht im Leben. Meine Kamera fokussiert schon. Viele haben in der Jahre vorbei gefunden, die Dracula liegt hier. Ich bin hier. Ich sehe nur nichts. Meine Brille beschlägt auch noch. Boah, hier ist ja dunkel. Kreuka! Ich sehe nichts. Das ist ganz schlimm. Oh, Simon. Simon. Oh, nee. Oh, so viel Futter für mich. Oh. Das ist doch Futter, das du nicht siehst. Mir läuft schon der Sommer runter. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Das ist ein Traum. Das kann ich besser wie du. Das hier ist alles dran. Das hier ist schlimm. Ja, geh weiter. Ich sehe auch nicht, meine Brille beschlägt. Gott, das ist fies. Ja, aber wer ist das von echt? Oh Gott. Wir müssen ja Slalom laufen. Oh nee, das ist ja wie mit dem Clown. Also das ist hier richtig spooky. Simone, nein. Gott! Hallo, junge Frau. Ich bin richtig fies. Also dieser Friedhof hier. Also das ist schon echt richtig gut gemacht. Jetzt schon wieder erschreckt. Dreht sich um die Zukunft. Also das hier ist richtig spooky. Diese Frauen im Wald. Oh, nee. Ja,
schläft. Madame Leota. Ich sehe eh nichts. Ich kann das nicht. Ja, dann komm. Ja! Oh Gott. Moment, stopp. Nicht so schnell, bitte. Ich habe keine Brille an. Ich bin mal richtig in der Kirche. Oder? Hallo, ist hier jemand? Ja! Nicht fragen. Oh Gott. Alter, ey. Da steht doch jemand, oder? Bestimmt. Der ist so groß. Geh! Achtung! Geh zu da! Doch! Nee! Los jetzt, komm! Ich geh da nicht zuerst rein! Komm! Ja, geh! Komm, Sina! Jetzt muss ich mich an dir festhalten. Ja, die letzten werden hier ja am meisten erschrecken. Deswegen! Hier liegt eine Leiche. Oh Gott, hier ist jemand. Ah. Oh. Sind Werwölfe zu Hause? Ja. Frau in Weiß, das ist immer schlimm. Die lächelt schon so. Ich wollte mal die schöne Kettenkarussell bewundern. Hallo. Schönes junges Mädchen. Meiden Sie das Labyrinth? Denn viele gehen hinein, aber wenige hinaus. Oh nein. Ja, Steffen, dann mal auf ins Labyrinth. Ich will aber noch weniger. Boah, ist das hell. Ja. Die ist vorne weg. Ja, die sind durchgelaufen. Aua, Stufe. Oh Gott. Gott! Ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nichts mehr sehen. Das Geblinke ist furchtbar. Ah, nee. Ich sehe wieder gleich nichts. Wer war das? Soll das so sein? Weiter. Boah, ich will da gar nicht mehr sein. Hallo, was macht der Patient? Oh, Gynäkologe sogar. Rina, bleib doch hier. Oh je. Was soll ich denn hier? Ach du Jemen. Vorsicht, Stufe! Ich dachte, das ist falsch. Nein. Nö. Das ist ja wie Harry! Stimmt. Das ist ein Spiegel. Und? Ich sehe eh nichts. Nein, ey, das ist ein Spiegel. Ey, Steffen, chill mal kurz. Nee, dann ist schon wieder. Ach du Scheiße, zum Gitter. Ja! Ja. Das war ich so. Das war ich nicht. Und jetzt? Das ist jetzt verlaufen. Oh nein, das ist ein Spiegel.
Labyrinth, ne? Ihr wisst schon, was das bedeutet. Geh da rein. Ich geh da nicht. Ich geh auch nicht. Daria, geh da rein. Nein. Daniel, jetzt gehst du. Ach du Scheiße. Mona, ich bin hier wieder raus. Wie geht's denn weiter? Wie geht's nicht weiter? Geh da durch. Hier, hier. Nein. Geh doch. Nein, Daria, geh. Oh. Geh. Aber ist das doch wieder, wo wir hergekommen sind? Daria, warte. Ja. Daniel, bist du da? Ja. Wir sind vorne. Daria! Ach du Scheiße. Wir sind alle verloren. Hallo. Daria ist vorne. Hier geht's nicht mehr weiter. Es geht. Vielleicht da ist, glaube ich, was. Also hier war auf jeden Fall ein Vorhang daneben. Wir sind dann los. Wir kommen nie wieder raus. Hier. Ah, hier hinten. Dann geht's da. Nee, bitte. Ich hab nichts gemacht. Was hat er verbrochen? Okay, eins, zwei, eins. Nein! Ja, wir sind durch die Maze, Kerso, wie man es immer nennen kann, Waldweg, Wanderweg, denn wir haben tatsächlich fast 45 Minuten gebraucht, um da durchzulaufen. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also dieser Wald gibt dem Ganzen noch einen richtigen Gruselfaktor. Und also ich finde es echt einer der besten Maces, die ich jetzt in den letzten Wochen mitgemacht habe. Es ist lange, man ist die ganze Zeit so Adrenalin geladen. Man wartet, dass aber irgendwas kommt. Es gibt verschiedene Bereiche mit Vampiren, mit Clowns. Also ihr habt es ja gesehen in den Ausschnitten. Es war teilweise sehr, sehr dunkel. Was ich kritisieren muss, ist, dass man teilweise nicht sieht, wo man hinläuft. Und der Boden uneben ist, eine Stufe ist und dass man da halt schnell hinfallen kann, wenn es komplett dunkel ist. Das muss ich kritisieren. Ansonsten echt, also mein erster Eindruck, tippitoppi. Wir laufen jetzt nochmal hoch, werden nochmal Freefall Tower und Kettenkarussell fahren. Da gibt es auch wohl eine Feuershow, die wir uns anschauen. Also echt richtig gutes Programm, was der Eifelpark hier anbietet. Ja, wir sind jetzt hier auf diesem großen Platz, wo der Freefall Tower hinter mir ist. Den seht ihr hier. Und auch das Kettenkarussell. Das ist gerade da oben.
Beides wollen wir gleich noch fahren. Und das sind die einzigen beiden Attraktionen, die es an dem Abend bei dem Halloween-Event gibt, also die offen sind. Kettenkarussell und Freefall Tower. Und ja, das war's. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Essbuden. Da hinten gibt es Kürbissuppe, Kartoffelsuppe. Was da hinten gibt, weiß ich nicht, also so ein bisschen. Und da gibt es auch noch Glühwein und sonstige Getränke. Also wirklich schön gemacht. Auch richtig schön dekoriert hier mit Licht und allem. Ja, mir gefällt es hier richtig gut. Ich werde jetzt so abschreiben. Oh Gott. Ja, das Licht ist bereits im Hintergrund ausgegangen. Wir sind das Kettenkarussell gefahren und auch den Freefall Tower. Haben jetzt hier noch gemütlich einen Glühwein zusammen getrunken und es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Ich musste jetzt auch meine Mütze abnehmen, weil es so warm wurde bei mir irgendwie. Ich weiß nicht, es ist das ganze Adrenalin. Ich fand es wirklich einen ganz, ganz tollen Abend. Oh, guck mal, da kommt noch jemand zu Besuch. Hallo. Ha, da, hallo. Ja, du. Na? Wie war's denn? Sehr schön. Vielen Dank für den ganz, ganz tollen Abend. Da kommt noch einer. Gerade. Mensch. Wer filmt hier? Hey. Wollt ihr was sagen? Nö, ist eigentlich hallo. Alles gesagt, ne? Hallo Mama. Grüße. Ich hab dich lieb. So, der Professor meldet sich dann mal für heute ab, ne? Tschüss, Gute Kinder. Nacht. Mahlzeit. Ja, das war jetzt sehr unerwartet. Die war nicht engagiert. was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Also wir hatten wirklich einen ganz, ganz tollen Abend. Die Mace, Gerson, wie auch immer man es nennen mag, war wirklich top. Die Deko, wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Auch die Schauspieler, also wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Leider war es für dieses Jahr der letzte Tag, an dem der Eifelpark offen hatte mit dem Halloween-Event. Bitte, also ich würde euch raten, nächstes Jahr auf jeden Fall in den Eifelpark zu kommen und dieses Halloween-Event nicht zu verpassen, wenn ihr hier in der Nähe seid. Dieses Jahr, wie gesagt, leider das letzte. An Halloween haben sie nicht mehr offen, aber vielleicht nächstes Jahr, auf jeden Fall nächstes Jahr vorbeischauen. Nochmal vielen, vielen Dank an den Eifelpark für die Einladung und für den ganz, ganz tollen Abend hier. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!